So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Heute kann man den Handelstag ganz klar als Crashtag bei den Edelmetallen bezeichnen. Gerade rechtzeitig hatte ich ja heute zu Wochenbeginn, Montag war ja Feiertag, am Dienstagmorgen die Goldminenwerte nochmal besprochen. Gold und Silber ist ja immer hier ein Thema. Und deshalb werden wir auch gleich zu den Edelmetallen kommen. Ich habe hier zunächst erstmal einen neuen Chart vorbereitet. Das ist hier der US-Goldminenindex. Ja, der hat hier eine Wegstrecke von unter 35 Punkten bis ja, knapp 100 Punkten zurückgelegt. Und schon hier war Rücklauf dann an den Aufwärtstrend denkbar. Dann gab es hier noch ein leichtes Hoch, was hier als Alternativplan eingezeichnet war. Dann ging es hier abwärts. Und auch hier lag er noch am, bevor der Tag jetzt hier startete, direkt im Tageschart am Rainbow-Indikator. Wie man sieht, ist die nächste Unterstützung der EMA 200 gewesen. Auch hier ist jetzt natürlich immens wichtig, dass dieses Level ja, auf Tagesschlussbasis und natürlich auf Wochenbasis, also ein Tag von mir aus hier drunter, nochmal nach so einem Tag kann, kommt höchstwahrscheinlich nochmal der Markt tiefer rein. Dann sollte es aber direkt ein Reversal, zu einem Reversal kommen. Kommen wir dann eben zu den bekannten Chartbildern. Hier zeige ich nachher auch noch, das ist jetzt hier nicht, um die neuen Leser hier nicht zu verwirren, so wurde es nicht eingezeichnet. Diese Abwärtsbewegung war eingezeichnet, dann lag es in etwa hier, dort eine Abwärtsbewegung, dann sollte es hier steigen. Also diese Bewegung tat er exakt auf. Hier wurde jetzt ja, auf Schlusskursbasis und auf Tagesbasis dieses Level öfters erwähnt. Natürlich jetzt hier mit diesem Abverkauf an einem Tag hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Allerdings, dieses Level wurde eigentlich kaum erwähnt mehr in den Analysen, sondern hier eben nach dem Bruch einen direkten Weg hier unten, aber nicht an einem Tag. Also definitiv so nicht geplant. Aber wie man sieht, Silber, kann man sagen, fast exakter, kann hier der Tiefkurs nicht am EMA 200 liegen. Gold war es genauso. Da gab es eigentlich hier keinen Bruch im Tageschart. Auf dieses Niveau auch nicht erreicht. 1361, genauso wenig hier die 50 oder die 45. Und hier unterschritt er knapp und auf Schluss. Tagesschlussbasis touchiert er exakt diesen EMA 200. Kann man kurz im Wochenchart schauen. Hier wäre das nächste wichtige Level erst noch ja, 40, 30 Dollar, sorry, 30 Dollar weiter unten, also bei 1235, 38 sollte hier dann ein Ende sein. Aber ich werde es erst die Nacht nochmal direkt anschauen, was eben in Asien passiert. Allerdings wird ein Video morgen nicht vor 10 Uhr folgen oder eben erst auch im Anschluss des Morgenmeetings. Also ich denke mal, das Video wird dann erst gegen 12 Uhr kommen. Und dann hat man hier ein bisschen mehr Aussagekraft, ob jetzt hier wirklich, ich meine, das ist ja eine Momentaufnahme, exakt gehalten und auch das Level so in den Videos angesprochen. US-Dollar, japanischen Yen ging hier einfach durch die Decke. Ja, gab es leider keinen Rücklauf, allerdings auch positiv gestimmt. Da war nichts, keine Short-Sachen. Brent war hier auch das Ausbruchsszenario, lief perfekt. Hier wurden auch eher tiefere Kurse gesehen, um einzusteigen. Shorten allerdings eben auch nicht angedacht, eben zum Glück.
Da habe ich auch einen, kann man hier mal kurz schauen. Hier kurz vor 14 Uhr, bevor hier das Drama begann, lag er eben exakt auf dem Level, wird noch sehr spannend. Ja, dann eben komplett durch. Im DAX wurde hier, ja, die Richtung war long, allerdings zunächst tiefere Kurse und dann eben genau zu dem Zeitpunkt, was war es, hier 12:20 Uhr, 12:30 Uhr, da lag er genau hier, also kurz vorher, exakt hier runter gedippt, also wirklich fast exakt dieses Level erreicht, was hier beschrieben worden war, und dann diesen Gap Close mit dem Überschießen. Überschießen ist ja besser als nicht ganz erreicht. Also hier hat es dann perfekt gepasst. Der Bund Future allerdings, ja, hier ist leider das Level auf Schlusskursbasis eben auch unterschritten worden. Also hier muss man wieder sagen, hätte man auf den Schlusskurs überhalb des Rainbow-Indikators warten sollen. Allerdings hier sah es so schön aus, dass der immer hält. Hier gab es ja auch schon eine Vorsicht Long, sozusagen der Soft-Stop. Hier schon, wenn man in zwei Positionen reingeht, sollte hier der erste Stop liegen. Und eben mit der vielleicht auch geringeren oder mit der zweiten Position dann hier unten absichern. Also da war es nicht die richtige Richtung. Dieses Teil haben wir besprochen. Dann kommen wir eben, ja, DAX hat man eigentlich auch gehabt. Weitere Sachen, hier gab es keine, im Euro, US-Dollar gab es kein neues Handelssignal. Das war eben der schwache. Das hat hier teilweise Gewinne produziert. Aber wie gesagt, auch hier ist dieses Level auch wieder verteidigt worden. Das ist wichtig. Ist das wichtig, wenn dieses auf Tagesschluss oder auf 4-Stunden-Basis wirklich verloren geht. Der Nikkei hat hier die richtige Richtung eingeschlagen. Und ja, sonst gibt es im Moment nichts Neues. Danke fürs Zuhören. Dann bis morgen in etwa 12 Uhr.